Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video über GTA Online, denn es gibt wunderbare Neuigkeiten. Denn Rockstar Games hat so gesehen das nächste DLC jetzt bestätigt. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, was das jetzt für ein DLC ist, denn die machen es natürlich wieder Schritt für Schritt für Schritt. So wie beim Casino DLC. Weil beim Casino DLC wurden ja vor einem alten Casino ja Materialien hingestellt, waren Bauarbeiter da, waren Container da, waren LKWs da. Und das für Schritt für Schritt für Schritt, wenn ihr euch vielleicht noch dran erinnert. Und genau so wird es jetzt wieder hier laufen. Denn am Casino gibt es wieder Neuigkeiten. Denn wenn wir am Casino sind, werden wir eine E-Mail vom Tom Connors erhalten. Geehrtes Mitglied, trotz der Renovierung am Diamond versuchen wir, den Lärm minimal und den Champagner fließend zu halten. Ihr fragt euch jetzt so, was für Arbeiten? Naja, wenn man am Casino mal rumgeht, werdet ihr merken, dass eine Tür abgedeckt ist. Dass da irgendwelche Bauarbeiten stattfinden. Und genau das, Leute, könnt ihr sogar auch hören. Wenn ihr da steht, werdet ihr so klopfen, schweißen, Sachen fallen runter. Das hört ihr alles, so typische Bauarbeiten halt. Und ihr hört das auch nur an dieser Stelle aktuell. Also wenn ihr in Casino reingeht, werdet ihr nichts hören. Aber außerdem hat Rockstar Games auch noch eine Heist-Herausforderung gepostet auf deren Newsware-Seite. Was ist diese Heist-Herausforderung? Naja, alle GTA Online-Spieler können jetzt zusammenarbeiten als Community, denn die sollen bis zum 18. November 100 Milliarden GTA-Dollars stehlen. Insgesamt. Also das bedeutet, ihr spielt alle die Heist-Mission oder irgendwelche Raubüberfälle und das Geld wird so gesehen registriert von Rockstar Games. Und wenn ihr bis zum 18. das geschafft habt, dass so viel gestohlen wurde, erhalten wir ein besonderes Fahrzeug für kurze Zeit sogar kostenlos. Und das wird wahrscheinlich auch ein neues, richtig cooles Fahrzeug sein, was im Dezember dann hinzugefügt wird. Deswegen bin ich persönlich auch wirklich sehr, sehr gespannt und werde persönlich auch mal so eine Art Casino-Heist-Mission spielen. Denn wenn ihr auch daran teilgenommen habt, werdet ihr so oder so eine Belohnung erhalten, ein Ehrenabzeichen bekommen und vieles mehr. Den Link dazu habe ich natürlich in die Videobeschreibung geschickt, da könnt ihr auch selbst nochmal nachlesen. Aber klingt eigentlich relativ cool. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf und ich bin auch mal gespannt, was für eine Art DLC jetzt kommen wird. Denn beim Ankündigungsschreiben zum Sommer-DLC haben sie auch noch geschrieben, dass im Winter das größte Update aller Zeiten kommt. Und jetzt ist natürlich jetzt wiederum die Frage, was wird das für ein Update sein, wann kommt das Update und was wird das erwarten? Also, wenn wir jetzt die Fakten jetzt sehen, die wir haben, also am Casino wird gearbeitet, kann man jetzt eigentlich eher nur sagen, okay, es kommt jetzt ein Casino Part 3 raus. Und ich bin ehrlich, Leute, darauf habe ich eher weniger Lust drauf. Ich hätte lieber neues DLC, weniger was mit Casino. Aber das sind halt bisher die Fakten. Am Casino wird gearbeitet und wenn da gearbeitet wird, naja, dann kommt da auch irgendwas. Also das haben die ja mit dem Casino DLC Part 1 ja genauso gemacht. Aber Leute, da ist noch sehr, sehr viel Platz für Kreativität, was ihr denkt. Viele Leute denken ja auch, dass jetzt das Polizei-DLC kommt, aber da sehe ich bisher leider noch keine wirklichen Hinweise für. Deswegen könnt ihr jetzt auch selbst überlegen, was jetzt kommen wird, was möglich ist, was ihr denkt. Und das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, denn ich möchte wissen, was ihr darüber denkt, was jetzt kommt, was das Rockstar geplant hat und so weiter und so fort. Aber Leute, ich bin jetzt mal raus. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video mal liken könntet. Aber ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Euer Wombat. Ciao.